Gewürzbirne mit Topinambursalat in einem Topf, Rotwein mit Gewürzen, Estragon-Stielen, Salz sowie ein Esslöffel Ahornsirup mischen und aufkochen. Birnen halbieren, Kerngehäuse herausschneiden oder ausstechen und die Birnen schälen. Birnen in den Würzsud legen und darin in ca. 30 Minuten, Klammer auf, variiert je nach Sorte und Reifegrad, Klammer zu, weichgaren. Birnen im Weinsud abkühlen lassen. Nüsse in eine Pfanne ohne Fettrösten hacken. Topinambur putzen, Klammer auf, eventuell mit einer Bürste, Klammer zu, in Streifen schneiden oder grob raspeln. Brunnengresse putzen, Gresse vom Beet schneiden. Birnen aus dem Sud heben. Sud auf ca. 50 ml einkochen, durch ein Sieb gießen und abkühlen lassen. Ziegenkäse in 4 Scheiben schneiden. Mit übrigem Ahornsirup, Klammer auf, 1 Esslöffel, Klammer zu, beträufeln mit einem Flambierbrenner oder unterm heißen Backofen grillgratinieren. Topinambur, Brunnengresse und Gresse mischen. Birnen mit etwas Salat füllen. Reduzierten Sud mit Essig und Öl verquirlen, salzen, pfeffern. Übrigen Salat auf Teller verteilen, mit Nüssen bestreuen und mit Dressing beträufeln. Birnen und Käse darauf würzen und den Salat servieren. Pro Portion 330 Kilokalorien durch 1390 Kilojoule, 18 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett. Zubereitungszeit 65 Minuten.